liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden unsere Angebote für Arbeitnehmerinnen deutlich ausbauen. Wir haben ein Zukunftsprogramm beschlossen, durch das unsere Mitglieder noch mehr Leistungen bekommen. Unsere Digitalisierungsoffensive soll dafür sorgen, dass auch die Beschäftigten von den Veränderungen der Arbeitswelt auch profitieren. Wir arbeiten hier ganz eng mit Betriebsrätinnen, mit Unternehmen, mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen und Gemeinden zusammen. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir gestalten die Zukunft der Arbeitswelt aktiv mit. Denn Angst ist kein guter Ratgeber. Die derzeitige Regierung unternimmt alles, um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schwächen. Stichwort 60-Stunden-Woche, Stichwort Karfreitag, Stichwort Abschaffung der Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen, Stichwort Kürzung der Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und für das Arbeitsmarktservice, Stichwort Kürzung im Bereich der Förderungen der Kinderbetreuung. Das sind allesamt Maßnahmen zu Lasten der arbeitenden Menschen. Das sind Maßnahmen gegen unsere Mitglieder. Wir aber wissen, Menschen sind keine Maschinen. Menschen haben ein Herz und eine Seele und ein Recht auf faire Arbeitsbedingungen und fairen Lohn und Gehalt für korrekte Arbeit. Sie brauchen genügend Zeit zur Erholung für Familie und für ihre freiwilligen Tätigkeit. Sie brauchen Arbeitsplätze dort, wo sie gerne wohnen, und sie brauchen leistbares Wohnen dort, wo sie gerne arbeiten. Und sie brauchen bessere Möglichkeiten, um Familie und Beruf vereinbaren zu können. Über Jahrzehnte hat die Sozialpartnerschaft zu gemeinsamen Lösungen am Verhandlungstisch geführt. Zum Vorteil aller, der Wirtschaft und der Beschäftigten. Leider erleben wir heute durch Entscheidungen der Bundesregierung, die keine Gelegenheit auslässt, um die Sozialpartnerschaft zu schwächen. Sie zeigt fast oder gar kein Interesse auf sozialen Ausgleich, sondern setzt die Vorgaben der industriellen Vereinigung 1:1 um. Dabei könnte man gerade das Beispiel Niederösterreich, aus diesem Beispiel vieles lernen. Hier funktioniert die Sozialpartnerschaft. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern suchen und finden gemeinsame Wege. Wir brauchen vor allem eines: weiterhin eine starke, funktionierende Interessensvertretung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs. Damit wir so wie im Vorjahr und sehr eindrucksvoll gezeigt 230.000 Beratungen durchführen können mit unseren Expertinnen und Experten, die hervorragende Arbeit leisten, hier in der Zentrale und in unseren Bezirks- und Servicestellen. Dass wir 80 Millionen Euro für unsere Mitglieder sichern konnten und damit wir die Interessen der arbeitenden Menschen in unserem Land auf allen Ebenen vertreten können, brauchen wir auch die finanzielle Grundlage dafür. Darum sage ich deutlich: Hände weg von unserer AK-Umlage. Wer dies in Frage stellt, hat nur eines im Sinn. Er will die Rechte der arbeitenden Menschen schwächen. Und das werden wir nicht zulassen. Daher sind wir alle gefordert, unabhängig von Parteizugehörigkeit und Weltanschauung, kämpfen wir gemeinsam für unsere Mitglieder, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs, denn sie sind die wahren Leistungsträger in diesem Land. Ein herzliches Glück auf!